Hoi Rabbi. Ja, ich bin von denen, die ursprünglich die Idee hatten, angefragt worden, weil ich durch mich über den FC und die ganzen Situationen im grünen Moos Breitfeld gut auskennt habe und habe also eine spannende Anfrage gefunden und ihm zugesagt. Eine Begeisterung auszulösen bei allen Involvierten und auch möglichen Zuschauern für so einen grossen Anlass hier bei uns in St. Gallen können zu machen, diese Begeisterung war ganz einfach zu entfachen. Es ist sicherlich der Grossanlass, können in eine gegebene Umgebenheit einzupacken und da alle Bedürfnisse können zu erfüllen, das ist sicherlich eine grosse Knacknuss. Sie verkaufen sich so wie sie sind, bodenständig und legen auf die Werte, die bei ihnen bekannt sind, Schwergewicht und da finde ich extrem sympathisch, dass sie das machen. Es ist klar, die Infrastruktur, die Nähe, die wir haben zu der ganzen Logistik, das ist unser starker Punkt für unser eidgenössisches Schwing- und Elblerfest 2025 St. Gallen. Danke vielmals und schönen Tag. Danke, Rübi, einen schönen Tag dir auch.